Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft. Heute, wie ihr es vielleicht schon am Titel erkannt habt, mit einem neuen Projekt und zwar mit dem Redstone Hotel. Ja, es sieht schon ein bisschen gut aus. Sieht nicht nur gut aus, sondern da ist auch ein bisschen Technik dahinter. Aber noch ein bisschen wenig. Ja. Wir gehen jetzt mal ins Hotel rein. Irgendwann kauft man sich halt hier ein Zimmer, also mietet sich eins. Man geht dann hier jetzt in den Ruhebereich. Heißt die Zimmer, natürlich ist da eine Tür. So, wir haben Suite 2. Hier ist Suite 2. Das ist ja schön. So, ja, die Tür öffnet sich manchmal. Das ist natürlich nicht schön. Aber es ging leider nicht anders. Und die Tür sollte zu sein. Ihr sollt auch nicht so viel sehen. Also, diese Suite ist schon fertig. Und ich würde sagen, wir fangen von Anfang an. Ja, hier ist eine Endertruhe. Da sind noch ein paar Schlüsselkarten drin. Ich nehme mal sofort alle mit, weil ich verschlampe die eh am Ende. Ein Rüstungsständer. Da ist nichts und eine Blume. Hier ein kleiner Teppich, hier eine Couch. So, und das Licht zeige ich euch jetzt mal. Das wird natürlich animiert gemacht. Das finde ich auch gut so. So, hier ist eine Toilette. Und eine Dusche. Das geht ja auch ganz einfach. Und bin ich wieder aus der Dusche draußen. Ist manchmal ein bisschen schwierig. So. Hier ist jetzt die Küche. Ja, die Minibar ist noch nicht aufgefüllt. Ich kann es ja euch mal zeigen. Weil das werden wir heute auch machen. Wir werden uns ein bisschen um die Minibar kümmern. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Also ich hatte schon zwei Aufnahmen gemacht gehabt. Die waren auch ganz gut. Aber ja, ich wollte sie einfach nicht hochladen. Ich wollte lieber euch sofort mal mit etwas präsentieren. Und ja. So, ich präsentiere es jetzt euch. Ich brauche einen Soul Sand. Oder Seesand, wie auch immer das nochmal hieß. Wo ist denn der Seesand? Das hieß doch See. Ja, Seesand. Achso, Seelsand. Auf was für Sachen ich manchmal komme hier. So, ich mache jetzt einfach mal hier ganz normale Schienen. Außer hier. Okay, was war das? So, hier und dann hier wieder bepowered. So, das werde ich jetzt mal kurz hier mit einer Fackel lösen. So. Es wird hier ein Minecart jeden Morgen langfahren. So, da werden Melonen drin sein. Da werden Kartoffeln drin sein. Und Kohle. Also es wird mehrere Minecarts geben. Und zwar extra eins für die Kartoffeln. Oder ich bin mir noch nicht sicher, was da alles kommt. Wir sagen einfach jetzt mal nur Melonen. So, machen wir mal sofort direkt Vollgas. So.
Wir gehen jetzt mal ins Zimmer. Boah, mein Hals. So, holen uns schnell hier. Gehen mal in die Minibar. Ich muss es selber gerade noch ein bisschen bauen. Eigentlich sollten da 4 drin sein. Seelsand tut's ja eigentlich abbremsen. Soweit ich weiß, zumindest. Ich glaube, da ist so viel Power in diesem Minecart drinne. So, wir haben uns gemerkt, oben ist noch etwas jetzt eigentlich oben drin, ne? Ja. Dann machen wir mal sofort zu. So. Ich gehe jetzt auch nicht extra aufs Zimmer. So, jetzt sind 2 drin. Wird ja schon mal besser. Mit einer... Also... Ich muss auch überhaupt erstmal... Ah, mir fällt gerade was auch ein. Ich mache hier kurz mal einen Glowstone hin. So, und zwar... Es wird ja nicht sofort hier so auf gerader Strecke losfahren, sondern natürlich mit so Pistons. Ich mache hier kurz mal auf. Das ist ja hier eh nur zum Test gerade. Testzwecke. So. Das mache ich jetzt extra so lang, damit das hier bepowert wird. So. Dann kommt ja hier in Piston hin. Piston. Das da. So, da kommt jetzt ein Hebel hin. Das wird natürlich dann automatisiert sein. Keine Frage. Das steht hier. Mit den Melonen. Wo sind die Melonen schon wieder da? So, ich muss kurz mal was machen. Die Karten dürfen wir natürlich nicht wegschmeißen. Okay, er schafft es jetzt nicht mehr hoch. Das ist nicht schlimm. Dann machen wir halt so. Vielleicht geht's ja jetzt. Vielleicht auch so. Ich muss es gerade ausprobieren. So, ich mach mal wieder hell. Ja, da darf es jetzt auch mal sein. So. Ist ja egal, wo die ist. Wenigstens, es wird bepowert. Also ich kann jetzt schon sagen, dass es so schnell war. Niemals im Leben kamen die alle drei. Und das alles von einem Minecart. Niemals. Niemals. Das glaube ich nicht. Müssen wir nochmal einen Test machen. Ich vergesse es auch fast immer.
dann hier schon. Ja. Weil da kriegt sie ja wieder Schwung. Und das auch ohne Ende. Also viel. Ich glaube, das reicht dafür, dass er so schnell darüber fährt. Auch wieder zu schnell. Ja. So, nochmal. Ist zu schnell. Und wetten, jetzt ist sie wieder zu langsam. Wetten. Okay, sie hat es geschafft. Na, wie viel sind rausgekommen? Eine. Das kann jetzt ja auch nicht sein. Okay. Wir machen es jetzt mal so. Wir machen es jetzt mal so. Wir machen es jetzt mal so. Sind so gesagt auch eigentlich, ich würde sagen, wir schauen das erst am Ende oder zur Not fahren auch einfach vier Dinger drüber, interessiert ja auch keinen, wie viele da drüber fahren. So, das war jetzt einfach mal zum Test hier. So, wir können das auch wieder zumachen. AB powern wäre natürlich schön. So. Ihr könnt ja gerne mal schreiben in die Kommentare, wie ihr das bis jetzt findet, wie es aussieht. Also ich finde es auf jeden Fall wunderschön. Hier eine Werkbank, zwei Öfen. Ah, da habe ich noch eine Kartoffel. Ja, das ist jetzt ja auch schön. Also die Minibar füllt sich auf. So, und das nächste Zimmer bauen wir natürlich demnächst auch noch. Also zwei Suiten. Und dann gibt es da nochmal zwei Suiten. So, dann haben wir so A2 Flügel. So. Dann wäre ich dafür, dass gerade da in die Richtung keine Zimmer kommen. Sondern hier, also hier irgendwo kommt dann Aufzug hin. Hier oder so. Also auf jeden Fall muss eine Rezeption hier irgendwo ja hin. Damit man auch die Zimmer überhaupt kaufen kann. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier den Kreis zu Ende. 4. Also 1, 2. 1, 2. 1.
1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oder? Ja, okay. Da. So, okay. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Ich glaube, da ist ein zu viel. Nee, das ist richtig. So, eins. Natürlich könnte ich auch mal richtig bauen. Nee, jetzt ist es ein zu viel. Ja. Also 2, 1, 2, 3, 4. Okay, ja, ich hatte einen Baufehler gemacht. So, dann ist das da rund. Ist ja auch schön. So. Ich würde sagen, man könnte auch die Rezeption eigentlich so hier machen, aber das wäre, glaube ich, zu eng. Ich glaube, wir bauen das Hotel alleine. Wir könnten ja dann noch einfach ein Reisebüro daneben bauen irgendwie. Also, ich erkläre nochmal, was so ein bisschen das Redstone Hotel sein soll. Das ist einfach ein kleines Projekt. Weil bestimmt ein paar Leute auch auf meinem Kanal gerne irgendetwas mit Minecraft sehen wollen. Und da dachte ich, Redstone, das mag ich. Dann kann ich das ja mal machen. So. Es wird dieses Hotel auch zum Download irgendwann geben. Und wieso habe ich gerade Kartoffeln noch? Achso, ja. Habe ich jetzt wirklich die Schlüsselkarten weggeschmissen gerade eben? Egal. Ich bin doof. So. So. Times a day. So, mal das alles hier mit Holz ausfüllen. Ich
Fleisch haben wir es auch geschafft. So, mal ganz schnell das hier. So, da haben wir schon mal hier die Lobby. In die Mitte kommt auf jeden Fall noch ein Brunnen. Den können wir ja schon mal bauen. Das ist schon mal die Mitte, das ist die Mitte, so. Da haben wir die Mitte. Oder? Nein, wir machen einen Baum in die Mitte. Ist ja auch was Schönes. Brunnen, das gibt's auch immer. Das ist langweilig. Aber ein schöner Baum, das gibt es nicht so oft. So, aber dann kommt das hier weg. Das war zur Markierung. So. Natürlich könnte ich das jetzt auch aus dem Gras bringen. So, was nehmen wir da? Ich wollte gerne eigentlich Holzfalltür. Sieht das denn hier? Oh, das sieht hier sogar noch schöner aus. Ja. Ja gut. Dann nehme ich doch das. Jetzt habe ich sie. Ich habe so eh schon in der Hand. So und so, so, so und so und so und so. Eine Fichte. Komm, eine Fichte gibt's hier. Ja. Sonst fällt mir auch nichts Besseres hier ein, also. Wir sagen einfach, es ist die beste Entscheidung. So, jetzt suche ich gerade etwas, aber ich finde es irgendwie nicht. Och man. Zucker, Schnee. Ah, Knochenmehl, das wollte ich. Ja, ist okay. Hier ein paar Blümchen, ja. Das ist doch schön. Ist das nicht eine schöne Begrüßung in einem Hotel? Also ich habe so etwas Schönes noch nicht gesehen. So, dann machen wir jetzt mal hier die schönen Dinger dahin. Blibla blub, blibla blub und blibla und blub. So. Ich würde sagen, das war's auch für die Folge. Ich würde sagen, ich mache dann gerade mal den Kreis fertig. Bis zur nächsten Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und das nächste Zimmer gestalten wir dann mal wieder zusammen. Also das gestalten wir dann mal zusammen. Dann
könnt ihr mal zuschauen. Oder mir auch gerne mal Tipps geben. Ah, das baue ich jetzt gerade noch mit euch schnell hier fertig. So, ich gehe noch mal ins Zimmer, damit ihr seht, was verbesserungswürdig ist. Am Ende mache ich es so. Also man kommt hier mit Game Mode 2 natürlich. Also ich möchte jetzt nicht, dass ihr das hier abbaut. Oh, gerade so. Also hier so mit diesen schönen Prismarinen. Wieso habe ich schon Steve? Das geht doch nicht. Hier mit den Lichtern und wunderschönen Türen. Hier eine kleine Toilette. Und hier die Küche. Wie am Anfang ja auch schon gezeigt. Also ich finde, das sieht schön aus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich noch verbessern kann. Und ich würde sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge. Dann bis an Montag, glaube ich. Montag kommt, glaube ich, Omsi raus. Und Mittwoch dann wieder Minecraft. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Tschüss.